langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Meinst du denn wirklich, er kommt, Forschi? Er folgt dir ja doch nicht. Hier, Welpi! Hier! Welpi, Welpi, Welpi! Seht ihr, ist ganz leicht. Ja, du Schwindler, du und der blöde Welpi, ihr habt heimlich hinter meinem Rücken geübt. Aber Forschi, du lernst sicher auch noch, wie du unseren Welpi rufen Leck musst. Leck mich Darf ich vielleicht auch mal mit Welpi spielen? Jetzt habe ich endlich einen Weg gefunden, um den Schlümpfen endgültig den Garaus zu machen. Hier aus diesem seltenen kleinen azurblauen Kristall werde ich mir eine ganz spezielle Röntgenbrille herstellen. Ich werde nichts mehr sehen außer der Farbe Blau. Ich werde keine Büsche sehen, keine Gartenzäune, keine Häuser. Nichts außer kleinen blauen Schlümpfen. Hör auf, an dem Ding rumzukratzen, du blödes Katzenvieh. Dieser Stein ist einfach unersetzlich. Ist stets mit äußerster Vorsicht zu behandeln. Mein wertvolles Steinchen. Schau nur, was du angerichtet hast, du mieser Köter. Dafür wirst du mir bezahlen. Du verlauster Raufbold, ich habe hier genau den richtigen Zauberspruch für dich. Ah, da ist der ja. Nur ein klitzekleines Sätzchen, Hokus, Polopokus, Fatz. Aus der Schnecke wird ein Plätzchen und der Hund, er wird zur Katz. Das war ein großer Erfolg für uns beide. Aber du siehst ja, hier ist schon ein kleiner Puckelkater. Ich liebe die Rache. Komm, Azrael. Ich glaube, ich weiß eine Stelle, wo ich noch azurblaues Kristall finden kann. Ja, ja, ohne Zweifel, Papa Schlumpf. Das könnte das ertragreichste Schlumpfbärenjahr aller Zeiten sein. Unsere Leute haken Tag und Nacht. Die Setzlinge müssen noch vor der regenreichen Zeit Wurzeln schlagen, sonst werden sie fortgerissen. Keine Bange, Papa Schlumpf. Bis dahin sind wir längst fertig. Geh unbesorgt nach Hause und ruh dich ein bisschen aus. Es ist sowieso Zeit für Babyschläfchen. Die hat's ja mächtig eilig, was, Baby? Miau! Azrael! Miau! Miau! Aber das ist ja Welpi. Miau! Ob was mit meinen Ohren nicht stimmt? Eigenartig. Er denkt wohl, er ist eine Katze. Vielleicht ist er verzaubert. Ich denke, wir gehen dieser Sache auf den Grund. Lass mal sehen. Irgendwie muss dieser Katzenzauber doch zu brechen sein. Wie wäre denn das? Garnrolle, Weißkohl, Zedernbaum, Rinde. Hau ab zum Nordpol, Geist, verschwinde! Das war wohl falsch. Am Nordpol ist es kalt. Es ist keine Zeit zu verlieren. Magische Kräfte erhört mein Flehen. Der Spruch war der falsche. Macht ihn schnell ungeschehen. Miau! Puh, bevor mir noch so ein gewaltiger Fehler unterläuft, frage ich lieber erstmal Omnibus. Oder Welpi wird sich für lange Zeit einbilden, eine Katze zu sein. Dein Freund Papa Schlumpf. So, Schlumpfbärenvogel, bring das zu Omnibus. So schnell du nur... Naja, wenigstens wird er sich jetzt beeilen. Herein!
Ach, ihr seid's, meine kleinen Schlumpflinge. Papa Schlumpf, weißt du, wo Welpi ist? Wir haben ihn schon lange nicht mehr gesehen. Wir sind sehr besorgt. Warum? Welpi ist vielleicht nur draußen im Wald, um einen Vogel zu beobachten oder einen Hasen. Können wir ihn suchen gehen, Papa Schlumpf? Tja, das tut mir leid, aber Schlumpflinge dürfen nicht allein in den Wald. Das ist zu gefährlich. Alles ist verboten. Das ist unfair. Wir dürfen nirgendwo hingehen ohne einen Erwachsenen. Ich weiß, das gefällt euch nicht, aber es lässt sich eben nicht ändern. Na gut, wenn du sagst, Papa Schlumpf, dann kannst du ja mitkommen. Oh, ich? Ach ja, natürlich, aber ich würde wirklich gerne mit euch gehen. Ja, 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 ja. Nur, ich hätte dringend Ruhe nötig, sonst gern, aber ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Hunde und Katzen fühlen sich im Wald ganz wie zu Hause. Na schön, wenn du meinst, Papa Schlumpf. Mach's gut, Papa Schlumpf. Auf Wiedersehen, meine Schlumpflinge. Um Welpi kümmere ich mich später. Jetzt warte ich erstmal auf die Antwort von Omnibus. Aber ihr habt doch gehört, was Papa Schlumpf sagt. Ich sage, wir warten nicht. Vielleicht ist Welpi was zugestoßen. Lasst uns sofort aufbrechen. Es sieht uns doch keiner. Du bist verrückt, Forschi. Das können wir nicht tun. Wir würden mehr Schwierigkeiten kriegen als Welpi. Aber was können wir denn tun? Wir könnten Papa Schlumpf überreden, dass er uns alleine gehen lässt. Bist du dabei, Schlumpi? Nein, ich bin doch hier. Hier hätten wir also das letzte Stück des azurblauen Kristalls. Zuerst muss ich es zurechtschneiden, damit es in meine Brille passt. Ja, ich kann es gar nicht erwarten, die Schlümpfe zu finden. Durch dieses Steinchen werden sie noch blauer aussehen. Potzblitz, Papa Schlumpf ist aber schnell eingeschlafen. Er hat noch nicht mal unser Klopfen gehört. Los, wir wecken ihn auf. Ich könnte hier aus Versehen Krache machen. Ein Schlumpfbärenvogel. Mach's gut, Schlumpfbärenvogel. Mach's auf! Eine Mitteilung an Papa Schlumpf von Omnibus. Ich glaube, jetzt haben wir aber einen Grund, um Papa Schlumpf sofort aufzuwecken. Was steht drin? Vielen Dank für Ihren Brief, Papa Schlumpf. Es tut mir leid, dass Sie Ärger haben. Das ist eine sehr ernste Geschichte. Hä? Ihre einzige Hoffnung ist jetzt sofort, dieses Rezept anzuwenden. Was ist ein Rezept? Ich glaube, das schluckt man, wenn man krank ist. So ein Unglück. Papa Schlumpf ist krank. Und uns hat er vorgeschwindelt, er sei nur müde. Ist das zu fassen? Das sieht Papa Schlumpf wieder mal ähnlich. Er wollte nicht, dass wir uns Sorgen machen. Wir sollten vielleicht die anderen um Rat fragen. In dem Brief steht doch deutlich sofort. Und das ist jetzt. Wir müssen Papa Schlumpf jetzt helfen. Psst. Du hast recht, Forschi. Hört zu, hier steht, zu Beginn das Opfer vorsichtig bürsten, solange es schläft. Das klingt eigenartig. Lasst uns schnell anfangen, bevor er aufwacht. Führen Sie die restlichen Schritte so schnell wie möglich durch. Bellen Sie in beide Ohren, dann mit Kitzelwasser übergießen, das zum Kratzen anregt, gründlich waschen und schließlich, falls die Nase warm ist, wenden Sie den Zauberspruch an, den ich notiert habe. Aber nur, während Sie einen alten Hundsbaumast halten. Hundsbaumast? Schlumpi, du fängst an, Papa Schlumpfs Bart zu bürsten und wir anderen holen inzwischen, was wir brauchen. Wie viele Haare so ein Bart wohl hat, ob man die zählen kann? 1, 2, 3, 4, 5, 2007, 2000... Es ist alles vorbereitet. Beeilt euch, Leute, schnell, es geht los. Es wäre einfacher gewesen, Papa Schlumpf unter die Dusche zu tragen. Also denk dran. Zuerst bellen, dann Kitzelwasser, dann kratzen und dann gründlich waschen. Jetzt! Wow! Wow! Jetzt nicht! Kitzelwasser! Nur keine Bange, Papa Schlumpf. Wir haben alles unter Kontrolle. Seid ihr verrückt geworden? Was tut ihr da? Wir wissen alles über deine Krankheit, Papa Schlumpf. Was sagst du, meine Krankheit? Oh, deine Nase ist warm! Schnell die Hundsbaumäste! Nase warm? Hundsbaumäste? Hier steht Salz und Pfeffer, Schleim und Basalt. Salz und Verwandelt die Nase von warm in kalt. Irgendwas sagt mir, dass hier irgendwas falsch läuft. Also gut, Schlumpflinge, jetzt reicht's. Ich möchte wissen, was hier vor sich geht. Armer Welpi. Wenn ich nur wüsste, wo er ist. Eigentümlich, wirklich. Ich bin sicher, Welpi ist dort irgendwo. Ja! Das ist Welpi!
Jetzt noch genau halbieren. Und dann werde ich mit Hilfe dieser genialen Erfindung auch die klitzekleinsten blauen Schlümpfe finden, egal wo sie sich verstecken. Es funktioniert. Ich kann rein gar nichts mehr sehen. Na, wo sind denn nun diese Monster, diese elenden Kreaturen? Ach, nur eine mickrige Blaudrossel. Da sind sie ja. Und gar nicht weit weg. Oh, komm, Asael, ich kann sie förmlich riechen. Schlümpfe, Schlümpfe, Schlümpfe. So, diesmal wird es klappen, hoffe ich. Wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Salz und Pfeffer, Schleim und Basalt verwandelt die Nase von warm in kalt. Meine eigene Nase gefällt mir besser. Aber Schlumpf, Baby leuchtet ja. Wir sind ein erfolgreiches Team, das kann man mit Fug und Recht behaupten. Ich sehe Flügel an, Asael. Siehst du sie nicht? Du siehst mal wieder wie immer gar nichts, aber sie fliegen wie wild im Kreis. Und dann sind da auch noch viele kleine Sternchen. Miau! Tut uns leid, dass wir dich so schrecklich misshandelt haben, Papa Schlumpf. Macht nichts. Ihr habt ja nur versucht zu helfen. Es wäre allerdings unangenehm, wenn ihr mich mit irgendeiner Hundearznei vergiftet hättet. Rezepte gehören nicht in Kinderhände. Ja, genau. Denken wir dran, Papa Schlumpf. Du hast völlig recht, das könnte gefährlich sein. Haare, lauter Haare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Far, very far from here, some 2,000 miles away, that's where they live and work and play.